Das ist eine super Sache. Das findet ja bereits zum dritten Mal statt. Moden Christler gemeinsam mit der Aquarena. Dieses Jahr auch die Wächter unseres Restaurants, der Salhar David mit Team dabei. Und natürlich auch erstmalig umrahmt von der Obergalter Trachtenkapelle. Ich glaube, es ist für alle Besucherinnen und Besucher in der Aquarena heute ein besonderer Tag und natürlich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und du bist natürlich auch live dabei. Welche Figur wirst du uns denn heute sagen? Ja, live dabei bin ich, also gezwungenermaßen. Weil die Inga hat mir um 6.20 Uhr mitgeteilt, sie würde sich freuen, dass sie teilnehmen würde. Das ist natürlich eine Aufforderung, die auch nachkommen muss. Ich habe versucht, ein festes Dirndl zu organisieren, wo ich reinpasse und reinkomme und wieder rauskomme vor allem. Und vorgenommen habe ich mir einiges heute. Vor allem möchte ich was Traditionelles an Köpfler vom Dreier versuchen, einmal zumindest zusammenzubringen. Ich habe es, glaube ich, jetzt 40 Jahre nicht mehr probiert. Und das ist sozusagen nicht nur eine Generalprobe, sondern gleich das Debüt und wenn man sehen, was rauskommt. Wahrscheinlich wird es mir mal übertragen und die hauen mir aufs Kreuz. Du bist da dabei? Ja, ja, leider. Warum leider? Na ja, so in dem Outfit. Schau, bei mir ist ja schulterfrei. Ich bin ja nicht vorne frei, sondern hinten. Schulterfrei, wenig Busen. Ja, na ja, schau. Ja, und hast du schon eine Figur überlegt? Ja, ja, freilich. Den typischen Hechtsprung. Wunderbar. Zuerst die Vier ist dann den Kopf. Ja, Inge, da wird gerade präpariert. Ja, das ist ganz schön eng. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wir sehen eine gute Schneiderei, die macht das alles. Und wenn man reinquetschen, es muss einfach gut ausschauen. Gell? Schönheit muss leiden. Für jeden Bur ein Dirndl. Ja, genau. In dem Fall umgekehrt, für jedes Dirndl am Bur. So, jetzt warte, ich muss da einfadeln. Du hast heute noch die Aufgabe, den Bewerb zu leiten. Ja, ich habe die Organisation gekriegt und jetzt mache ich es halt. Was ist das Kriterium da bei dem Sprung? Gar nichts. Jeder kann mitmachen, der irgendwie trachtig gekleidet ist. Ja, der Trachtenflugtag ist voll im Gange. Ja, so wie alle zwei Jahre ist uns der Wettergott auch gnädig. Also Hasa kann es ja gar nicht mehr sein wie heute. Und es ist echt angenehm, wenn das Dirndl nass ist und man steht da in der Hitze. Und voller Erfolg heute wieder. Ja, ich finde, es gehört einfach ab und zu was gemacht, was einfach lustig ist und der Gaude ist. Und vielleicht auch die Tracht wieder ein bisschen in den Fokus bringt. Es ist ja einfach echt lustig. Hat sich irgendwas geändert zu den anderen Veranstaltungen? Zu den vorhergehenden? Nein, eigentlich nicht. Wir haben immer schönes Wetter, es sind immer extrem viel Leute. Es ist, außer dass die Haare grauer werden, aber sonst. Du bist da dabei? Ja, schaut so aus. Muss man das als Bademeisterfrau oder ist es freiwillig? Nein, ich bin nicht gezwungen worden. Aber auch die Kinder sind mit dabei? Natürlich, die Lea, die hat Dirndl gehört und schon war sie oben auf dem Dreier. Noch nie gesprungen und heute in der Früh sind wir Testspringen gegangen und das war echt cool. Die hat sich geschwind getraut und gesagt, Mama, da mache ich mit. Hast du da was Spezielles einfallen lassen? Nein, noch nicht, aber danke für den Hinweis. Ist da eine spontane Figur? Spontan, ich werde mir Mühe geben.
Zufrieden mit der Familie? Der Familie? Mit den Sprüngen der Familie. Natürlich, selbstverständlich. Ja, haben sich ganz tapfer geschlagen. Also bin ich sehr zufrieden. Ich habe die Melanie schon gefragt, ob sie freiwillig mitmacht oder gezwungen worden ist. Nein, freiwillig. Also ich glaube, das taugt ihr einfach, das passt schon. Aber ein toller Tag heute für die Aquarena. Ja, ich glaube, das ist für uns ganz eine tolle Werbung, eine super Veranstaltung. Und ja, wir können alle zufrieden sein. Also sollte öfter im Sommer, glaube ich, was gemacht werden. Wir haben einen Hintergrund schon verstanden, den Wink von gewissen anderen. Und ich glaube, nächstes Jahr werden wir uns ein bisschen was einfallen lassen, dass wir in die Richtung ein bisschen mehr machen. Extra von Wien ist Geld gezogen, damit du mitmachen kannst, haben sie gesagt. Richtig, ja. Ich bin jetzt schnell her und habe mich angemeldet. Meine Frau hat mich eigentlich dazu überredet. Ich selber habe mir gedacht, naja, muss ich mir das in meinem Alter noch antun. Aber du, ich bin für jeden Spaß zu haben. Noch dazu, wenn man den ersten Preis gewinnen kann, ist ja auch nicht so. Ohne. Wie war's? Ja, ich habe mir eigentlich ein bisschen mehr oder was anderes vorgenommen, dann mit der Kamera in der Hand, um euch einen Gefallen zu machen, ist eh lustig. Aber ich wollte den, wie heißt der Depp da irgendwie, den wollte ich machen, so kunstvoll, aber von oben schaut es doch anders aus als von unten. Aber ja, ich meine, ist das ein halber Depp zusammengekommen oder ein richtiger Depp.